sein Lied. Autogrammjäger sind eine unausweichliche Folge des Berühmtseins. Udo Jürgens erwischt es in diesem Verstehen-Sie-Spaß-Klassiker sogar auf der Bühne. Autogrammstunde geht jetzt nicht. Ich muss nachher zum Zug nach Bludenz. Ich hab's schon in Zürich probiert. Und in München und in Stuttgart und nirgends ist mir gelungen. Und heute haben sie mich durchgelassen. Also nach Bludenz. Nach Bludenz. Müssen Sie noch im Zug? Ich bin so aufgeregt. Entschuldigung. Das ist etwas ungewöhnlich während dem Konzert. Aber ach, Sie machen mir so eine Freude. Das können Sie gar nicht vorstellen. Bitte, wenn Sie diese Sachen hier. Ich bitte um Entschuldigung, das dauert ein bisschen Zeit. Ich war wirklich schon in Stuttgart und überall. Ja, da war es ja ausgerüstet. Ja, da liegt noch was. Ja. Ah, die Eintrittskarte ist von heute. Danke. Danke. Dankeschön. Kann ich vom Bussi? Ja, ja. Kann ich vom Pepe auch was nehmen? Ja. Dürfen wir weiterspielen, oder? Wenn Sie nun erlauben, es sind ein paar tausend Leute hier, also dass wir dass Sie da herumstehen können, das ist ja Wahnsinn. Und wir können dabei schon weiterspielen und Pepe, du schreibst bist so lieb und schreibst ein Autogramm, ja. Oder auch mehrere, wie ich das sehe. Erfreulicherweise bewegt sich die junge Frau auch vor einem großen Publikum ganz ungezwungen, von Lampenfieber keine Spur. Dem Gesangsstar wird vorübergehend fast die Show gestohlen, Udo macht trotzdem locker weiter. Er weiß ja noch nicht, dass es heute nicht bei diesem einzigen Überraschungsbesuch bleiben wird. Na, da gab's ja auch einige. Nur ein Lächeln, es verhindert keinen Krieg, doch es trägt ein Stückchen Frieden in die Welt um. Diese Schönheit trägt lieber ein Bäumchen auf die Bühne. Udo zieht es geradezu magnetisch von derselben, bis er sich besinnt, dass er mit dem Stück noch nicht ganz durch war. Also, entschuldigt, aber, oh, das war ein schöner Baum. Die Dame war auch sehr schön, natürlich. Ich meine, ich hätte jetzt eine andere Idee, als hier weiterspielen, aber stört sie nicht. Danke vielmals nochmal. Wo war ich stehen geblieben? Nur ein Lächeln. Die Dame ist Gärtnerin. Jetzt hab ich's. Und bleibst nicht hier. Also ich meine, also sehr grüne Gegend hier. Schon wieder? Bei der Gelegenheit, ich darf erlauben, dass Sie, wie groß sind Sie? 1,82. Das ist ein schönes Mädchen, das muss man mal herzeigen, auch bei der Gelegenheit. Ich bedanke mich sehr herzlich für die. Danke. Dürfen wir weiterspielen? Ja? Für Weib und Gesang wäre damit gesorgt. Fehlt noch der Wein. Das wäre gewesen. Schon dunkel, als ich straßeneinwärts ging. Weihnachten oder was? Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Und sah den Wirt vor lauter Bäumen nicht. Wir singen, wir haben zu tun hier.
Der Verantwortliche für die Bühneninvasion, Kurt Felix.